Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zur neuen Aufnahme des Tennis Manager 24. Ja, wir haben ja so ein paar Moralprobleme, deswegen kann vielleicht die verflixte 13. Folge uns helfen, dort weiterzukommen. Werden wir schauen, wir spielen ein Turnier mit Hans-Max Rehberg in Rikani und wir werden auch mal nochmal schauen, wie wir vielleicht über die Moral sonst noch sprechen können. Da gibt es ja andere Möglichkeiten, habe ich mir angeschaut, also lass uns reingucken. Ja, so erstmal die aktuelle Situation. Wie gesagt, Max-Hans Rehberg spielt in Rikani. Da schauen wir mal direkt die Auslosung an. Für alle, die beim letzten Mal nicht dabei waren. Wir sind an 2 gesetzt. Spielt gegen Matas Vasiliniauskas aus Litauen. 1294 der Welt. Also durchaus machbar auf einem Belag, der uns ja etwas besser liegt. Tom Sickenberger spielt in Salvador. Dort sehr schwierige Auslosung. Nämlich Flynn Thomas, die 2 oder der 2 gesetzte Schweizer, die 119 der Boys Junioren. Rangliste. Die anderen drei trainieren, da haben wir das Training dementsprechend eingestellt. Stusek hat uns ja gefragt, ob sie ein bisschen pausieren kann. Das haben wir jetzt 2 Tage mal zugestimmt. Alles andere haben wir dann normal eingestellt, wie ich es immer mache. Ja, und zum Thema Max-Hans Rehberg nochmal. Die Moral ist ja durch unser Training, was wir zuletzt gemacht haben, nicht nach oben gegangen. Aber das, was ich vorhin meinte, man muss sich dabei ja mal vor allem die Ziele angucken. Also wir haben hier die Top 20 als Ziel schon mal erreicht. Deswegen ist der Balken auch mittlerweile ein bisschen nach oben gegangen. Dann würde er gerne ein Halbfinale bei eins dieser Turniere erreichen, unter anderem in Challenger 75er. Da werden wir nämlich jetzt in der übernächsten Woche in Barcelona spielen. Das zeige ich euch gleich auch. Die Quali konnten wir jetzt schon überspringen aufgrund unserer Platzierung. Und dann aber dieser Punkt hier. Da könnte man natürlich dran arbeiten, dass wir natürlich 250. oder mindestens 250. der Weltrangliste werden wollen. Dafür brauchen wir Siege. Aber hier ist zum Beispiel das Ziel, er möchte eine Quali spielen, mindestens bei einem 250er Masters-Turnier. Ja, aber das habe ich mir auch angeschaut für alle, die das interessiert, was man da am besten macht. Also wenn man auf Turnieranmeldungen geht und sich einfach mal ein, ja, wir können das ja hier sortieren, dass wir höchstens bzw. niedrigstes dann ein 250er hier eingeben. Dann kann man sich ja einfach mal anschauen, wie sind denn die Voraussetzungen für eine Quali von einem Turnier, was noch nicht stattgefunden hat, zum Beispiel von einem 250er. Hier ist zum Beispiel in Almaty, bei der Almaty Open. Also ich denke mal in Stockholm oder auch in Antwerpen werden die Leute eh hin. Vielleicht in Almaty ein bisschen weniger vom Prestige her. Und wenn wir da mal auf die Spielerliste gucken, sehen wir ja hier schon die Spieler Quali planen. Und da ist jetzt der niedrigste, hier dieser Chinese Chui mit 427, also da sind wir noch nicht, dass wir das schaffen könnten. Können wir uns, also brauchen wir uns gar nicht erst anmelden. So kann man sich das mal so ein bisschen angucken, ob sich das lohnt. Wir sind zwar noch 2 schlechter Platziertere, aber die haben eine Wildcard bekommen. Von daher, da muss man natürlich auch mal drauf gucken. Vielleicht kriegen wir auch mal eine. Aber das ist immer so der Maßstab. Also 427 ist es in dem Fall. Das ist noch nicht der Fall, dass uns das gelingen könnte. Das springt hier leider immer wieder zurück. Wenn man nur spaßeshalber jetzt mal in Antwerpen reinguckt, wo ich sagte, das wird wahrscheinlich noch schwieriger werden. Da ist es nämlich die 310, der geringste, der da spielen kann. Also, wir sind es ja noch nicht. Wir sind aktuell, nochmal drauf gucken, die 490. Also, da vielleicht schaffen wir das ja in diesem Jahr noch, dass wir da wenigstens mal eine Quali spielen können. Denn dann hätten wir dieses Ziel auch erreicht. Und der Spieler ist zufriedener. Also, das ist immer so eine Option. Ja, dann zeige ich euch noch kurz, bevor wir dann reingehen ins Turnier, die Geschichte mit Barcelona. Da war ja hier die Quali geplant in Woche 40. Allerdings, wenn wir das Turnier jetzt anschauen, die ist jetzt raus. Wir können also hier Training einplanen, weil qualimäßig brauchen wir gar nicht. Wir sind nämlich fürs Hauptfeld direkt gesetzt. Zwar an die zweitletzter Position, der letzte ist Sanchez Rova, aber wir sind im Hauptfeld, spielen also quasi in der ersten Runde. Die Quali-Leute sind hier zum Beispiel Mayo, die 510. Wenn wir jetzt also noch über die 500 wären, wie vor noch ein paar Wochen, dann hätten wir die Quali spielen müssen. So kommen wir ins Hauptfeld. Insofern haben wir eine Woche mehr zum Trainieren. Warum der jetzt da das Training wieder rausnimmt, versteht der Henker. Ich gehe mal ganz kurz hier rüber und gucke mal rein. Ja, das macht er einfach nicht. Vielleicht zu kurzfristig, dass ich kein Turnier dabei planen kann, ist klar. Aber Training würde ich natürlich trotzdem gerne einplanen. Na, schauen wir mal, wie sich das nächste Woche entwickelt. Gut, so schaut's aus. Wir gehen mal weiter und haben dann nämlich unsere erste Partie eben gegen den Litauer. In der nächsten Woche. Wir sehen hier nochmal kurz die Übersicht. Da sieht man auch die Moral ganz unten. Hier, aber nicht nur bei ihm, auch Seidel, Stusek und Schunk sind jetzt nicht zufrieden. Also da haben wir echt ein bisschen zu kämpfen und ich kann nur den Tipp geben, guckt auf die Ziele. Bei Schunk ist ja die einzige, die wir quasi übrigens mit Zielen bestatten konnten oder ausstatten konnten. Da sind wir hier schon knapp dran und die Top 100 zu erreichen ist das nächste Ziel. Also
Haben ja noch nicht so viel Zeit gehabt, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, dass wir das noch erreichen. Lass uns jetzt reingehen ins Turnier in Alicante in Spanien. Ist also auch ein Future-Turnier, ein Future 25 sozusagen. Und unser Gegner, wie gesagt, stand hier unten. Wir sind an zwei gesetzt. Schauen uns mal das Briefing an. Er ist in herausragender Form, hat 68% seiner Saisonspiele gewonnen, ist ein Taktiker. Verschiedene Effekte, falschen Fuß versucht er uns zu erwischen, vor allem Vorhand und taktische Fähigkeiten sind seine Stärken, die Schwächen, Gelassenheit und Kontrolle. Wenn man jetzt mal Vorhand als Stärke sieht, 8 bis 15, Rückhand 9 bis 13, ist jetzt nicht so wahnsinnig schlechter, ne? Also das sind so seine Stärken in seiner destabilisierenden Taktik. Also kann man jetzt nicht allzu viel mit anfangen, so mal kurz über die Turniere geflogen, hat er mal ein Viertelfinale in Buenos Aires erreicht, hier ein Halbfinale in Iraklion, also hat schon ganz gute Ergebnisse erzielt, aber das haben wir auch, brauchen wir uns auch nicht vorverstecken. Von daher würde ich Folgendes sagen, wir gehen nochmal einmal hier zurück und die strategische Anpassung würde ich, wenn da schon Vorhandstärke steht, dass wir hier mal über unsere Rückhand seine Rückhand anvisieren. Das wäre mal eine Änderung und ansonsten machen wir das, ja, dass wir es mal so in Intensität versuchen. Ich glaube, das passt ganz gut. Man könnte jetzt in dem Fall sogar auch noch sagen, dass er noch mal mehr Angriffe spielt, vielleicht gegen einen ja destabilisierenden Gegner. Wäre vielleicht auch mal eine Option. Position auf dem Spielfeld, Timing bei der Ballannahme. Der Spieler neigt dazu, häufiger einen Angriff in Betracht zu ziehen, wenn die Anzeige auf Maximum ist. Okay, denn rein theoretisch, ne, ist ein Taktiker. Ja gut, Taktiker ist kein defensiver Spieler. Der kann vielleicht damit auch umgehen. Lassen Sie uns mal, aber das wäre mal eine Option, das zu ändern, wenn es nötig ist. Gehen wir mal rein. Du musst alles geben. Ich glaube an dich. Das wollte ich schon direkt mal nehmen. Ist immer positiv. So sollte man auch rangehen. Und wieder auf Sand. Da sind wir ja ein bisschen besser unterwegs wie zuletzt eigentlich. Oder eingespielt wie zuletzt auf dem Indoor-Belag. Deshalb das Ganze. Ja, 17 zu 8 die Bilanz von Vasiliauskas. Also 16 zu 18 bei uns. Gute Saison. Auf geht's. Wir schauen uns den ersten Höhepunkt gleich an. Momentan läuft noch alles glatt durch. Zwei beide, jetzt 3-2. Gegner ist unbeeindruckt. 5-4, jetzt 5 beide, also sehr, sehr ausgeglichen. Wir gehen auch in den Tiebreak und den gucken wir uns dann natürlich dann komplett an. Aufschlag vom Litauer. Der den ersten ins Ausschlägt. Also ein leichtes Mini-Break für uns direkt. Sehr schön gemacht hier, 2-0. Und der auch sehr, sehr schön, 3-0. Das sind diese Angriffe, die wir sowieso schon machen. Das könnte man mit der anderen Geschichte natürlich, jetzt ein schöner Punkt vom Litauer, können wir natürlich damit nochmal forcieren. Aber ich würde jetzt, wie gesagt, erstmal dabei bleiben. 3-1. Den kriege ich dann nicht mehr, 3-2, jetzt aber zweimal Aufschlag. Der bleibt hängen, 4-2. Ja, der sitzt auch. 5-2. Ich klebe trotzdem mal das Gespräch hier an. Nach dem Satz. Ah, der bleibt hängen. 5-3. Ah, den bringt er super rüber. 5-4. Jetzt aber bei eigenem Aufschlag zweimal die Möglichkeit, uns einen Satzball zu holen. Und den holen wir uns. Also 6-4 Satzball nach 47 Minuten. Ah, da hätte die Seite, war die offen, aber noch ist der Ball drin. Ja, und der bleibt hängen. Da haben wir den Satz gewonnen. 7 zu 6 im Tiebreak, sehr schön. Statistiken, die gucken wir uns ja auch immer an. 71% wieder besser. Beim letzten Turnier haben wir im ersten Spiel einen sehr guten Aufschlag gehabt, danach wiederum nicht. Also hier klappt es wieder recht gut. 20 zu 21 Winner. Ihr seht, er macht 13 zu 8 über die Vorhand, wir 12 zu 8. Also so wahnsinnig mehr über die Rückhand geht es jetzt da nicht. 6 zu 6 in den Federn, also ein sehr ausgeglichenes Spiel. Da ist echt die Frage. Wir gehen mal im Rückschlag, dass wir uns schnell im Break holen vielleicht, gehen wir nochmal ran. Und natürlich ins Gespräch, bringen ihn aus dem Konzept. Das ist wahrscheinlich gut, denn er ist ja im Match drin. Vielleicht ist das die richtige Ansprache. In dem Fall haben wir jetzt direkt zwei Breakbälle.
Ah, der sitzt gut. Jetzt würde ich das direkt nochmal nutzen. Das schaffst du. Hol dir den Punkt. Come on. Schnelles Break wäre super. Und der bleibt hängen. 2-0. Da haben wir es doch. 3-0 jetzt. Und jetzt hat er einen Breakball. Aufpassen. 30-40. Ah, den spielt er ins Aus. Damit Break wieder aufgeholt. Das ist natürlich ärgerlich. Aber noch ist nichts passiert. Oh, 5-4 und jetzt haben wir Matchball. Vorteil nämlich, Breakball. Aber Matchball vor allem, viel wichtiger. Ah, da geht er nach vorne. Ah, nochmal ein bisschen weiter nach vorne gegangen wäre. Ah, der bleibt hängen, schade. Können wir nochmal sprechen? Ja, wir schaffen, können nochmal sprechen. Aber das macht jetzt wiederum Vasiliauskas gut. Vorteil, spielbar zum 5 beide. Der ist aus, wieder Einstand. Er ist weg. Wir sind vom Kopf her überheblich. Ich frage mich, welche Ansprache dazu besser passen würde. Wieder Einstand. Ich motiviere mal. Komm on, das gibt Selbstbewusstsein. Schön. Ah, der bleibt aber trotzdem hängen. Wieder Spielball. Jawohl. Ah, auch das, er kann Tennis spielen, dieser Matas Vasiliauskas. Fällt mir so ein Hamburger Stürmer mal ein im Fußball. Der hieß irgendwie so ähnlich, komm gar nicht drauf, aber ist er nicht Ivan mit Vornamen? Advantage. Egal, wir sind beim Tennis. Wieder Vorteil für den Litauer. Ah, und das war ein schlechter Angriff, deswegen 5 beide. Jetzt 6-5 und wir gehen wieder in den Tiebreak im zweiten Satz. Jetzt die Frage, wann das Gespräch wieder kommt. Erstmal haben wir da keine Chance, aber auch erstmal der Punkt für uns. 1-0. 1-0. Ah, jetzt bleibt unser Ball hängen. 2-0. 2 beide. Sehr schön. Ich würde jetzt wirklich mal testen, ob wir mehr in den Angriffsmodus gehen. Drei beide und wir gehen auch in Schlüsselpunkten ganz nach oben. Jetzt kann ich wieder 4-3, Break 4. Jetzt sagen wir mal, du schaffst das. Come on. Ah, der geht ins Aus. Schade. Jawohl, der Angriff war gut. 5-4. Ah, der geht nicht rüber. 5 beider. Aber jetzt können wir uns einen Matchball holen. Come on. Nein, das macht er gut. Das ist also Satzball für den Litauer. Ja, super gespielt. 6 beider, da cross mit der richtigen Power. Und der geht aus, deswegen haben wir jetzt Matchball. 7-6. Und der geht aus, da ist es doch. 7-6, der Sieg hier gegen Matas Vasiliauskas in der ersten Runde von Rikani. Also wir gucken uns die Statistiken nochmal an. 79% haben wir Punkte gewonnen mit dem ersten Aufschlag. 70% kam er dann auch. Beim Rückschlag ist ja auch immer so eine spannende Geschichte. Also mit dem zweiten Aufschlag holen wir uns 48% der Punkte, mit dem ersten nur 18. Das ist auch immer so eine Sache, kann man immer wieder mal darauf reagieren. 44 Winner jeweils, ausgeglichen. 3 Fehler mehr gemacht im Spiel. Das zeigt also auch, wie knapp das Spiel war. Aber wir haben gewonnen, das ist super. Konzentrieren wir uns auf den nächsten Schritt. Genauso würde ich sagen. Tom Sickenberger hat sein Spiel verloren, haben wir gerade unten vielleicht gesehen. Das machen wir hier mal weg. Bekommen wir $221. Wir gucken uns aber auch gerne mal das Spiel, das Ergebnis genau an. Das war ja nicht so ein einfaches Match und das war trotzdem knapp. Also 1-6, 6-3, 6-7. Also ein Tiebreak im letzten Satz, da allerdings nur einen Punkt geholt. Schade, war nah dran, Flynn Thomas zu besiegen. Ist ihm leider nicht gelungen. Dann gehen wir weiter mit Rehberg
in die zweite Runde. Gegner ist dort Ika Uribarrenz Renas. Nee, wie heißt er? Ika Uribarrenz Ramirez. Das sind Namen hier. Qualifikant auch, 1977 der Welt. Er hat in der ersten Runde gegen einen ebenfalls Qualifikanten, gegen Manish Ganesh gewonnen mit 6-2, 7-6, 7-5. Also musste drei Sätze gehen. Ja, sind wir natürlich favorisiert, aber haben wir auch in der letzten Runde gesehen, dass das schwierig sein kann. 1970 der Welt, diesmal Rechtshänder, 55% seiner Saison ist gewonnen. Herausragender Form, ein Topspin-Grundlinienspieler, einer, der wenig Fehler macht und starke Schläger mit Topspin verwendet und versucht, uns zurückzudrängen. Da ist zum Beispiel jetzt auch so die Geschichte mehr auf Angriff. Könnte ich wirklich jetzt mal machen. Taktische Fähigkeiten, Vorhand konsistent, Timing und Fußarbeit ist nicht so gut. Das ist auch eine Möglichkeit. Wir gucken nochmal hier rein. Wo ist denn zum Beispiel das Timing? Da unten, aber das noch Fragezeichen, sieht man also nicht so stark. Ja, also wie gesagt, das lassen wir mal so, aber zum einen können wir hier, wie gesagt, wirklich mal angreifend werden. Ich glaube, das ist in dem Fall gegen den Spieler gut. Und wenn sein Timing und, was war das andere? Sorry, Timing und Fußarbeit nicht so gut ist, wäre ja möglich, in den Ballwechseln so ein bisschen gemischt oder abweichend zu spielen. Aber das würde natürlich unserer Netzangriffsgeschichte widersprechen. Aber das können wir ja bei der Rückhand mal machen. Dann machen wir da abweichend oder falscher Fuß. Ist natürlich auch gut. Aber wir gehen hier mal auf abweichend. Fände ich jetzt interessanter. Gut. Die Intensität haben wir bearbeitet. Konzentriere dich auf das Match. Lass dich nicht ablenken. Und dann gehen wir rein hier. Ins Achtelfinale. In Rekani. Gucken uns nochmal kurz die Bilanz an. Das finde ich immer ganz spannend. 10-8, bei uns 17-18. Also nach einer schlechten Anfangssaison kommen wir so langsam rein und rein gehen wir jetzt auch ins Match. Auf geht's. 15-40, zwei Breakchancen für uns. Der erste hat er abgewehrt, ist übrigens frische technisch nicht so gut drauf im Vergleich zu uns. Orangener Balken. Kann vielleicht nochmal wichtig werden. Jetzt aber erstmal wieder Einstand. Jawohl, und nächste Breakball. Boah, der war super, der Return. Und der auch. 2-1, da haben wir doch das erste Break. 15 low. Läuft hier locker durch und bei 40-0, 5-4 haben wir nun drei Satzbälle. Second service. Und der erste sitzt, bleibt im Netz hängen, also 6-4 der erste Satz für uns. Wieder auf unsere Klassiker 81% erste Aufstiege, die kommen richtig gut gerade. 10-15 Winner, da macht er ein paar mehr, die auch mehr mit der Vorhand. Das ist das Einzige, wo ich nochmal sagen würde, das wechseln wir nochmal hier auf die Rückhand. Ansonsten fehlertechnisch 6-8, ja, es ist trotzdem ausgeglichen, ne? Also es ist jetzt noch nicht hier eine klare Kiste, würde ich sagen. Rein in den zweiten Satz. Second set. Und jetzt hat er auch direkt Breakball. Ramirez mit dem Breakball also. Jawohl. Gut abgewehrt, Einstand. Ah, super Aufschlag nach außen da. Vorteil damit für uns. Wieder der Angriff ans Netz und den Punkt holt er gerade noch so. Der geht aus. Eins, beide. War dann doch knapp. Jetzt haben wir Breakball bei zwei beide. Mit einem Ass abgewehrt. Ja, ein super Stoppball da. Kann man sich zu Recht freuen. Jetzt Vorteil für den Spanier. Oh, und was für ein Stoppball von uns. Sehr, sehr nice. Aber ganz knapp in das Netz. Also wieder Einstand. Advantage. Aber so schnell geht's. Wieder Vorteil.
Rinnungsschläger. Knapp im Aus, der sah eigentlich echt wie Linie aus. Und super Rückhand Cross und damit wieder Breakball. Come on, jetzt muss ich den immer mal holen. Bisschen zu spät habe ich jetzt reagiert mit der Ansprache, die ich machen wollte. Ah, Juice. Wieder Einstand. Second Service. Der sitzt diesmal. Langes Aufschlagspiel hier. Dass er sich jetzt auch holt, 3-2. Und jetzt hat er dann zwei Breakbälle. Das nimmt ihm so ein bisschen positiven Schwung mit, dass er sich da das Break hat nicht hauen lassen. Und jetzt holt er sich das Break. Hat jetzt bei 40-30 einen Satzball. Abgewehrt, come on. Advantage. Wieder Satzball. Und der geht aus. Zweiter Satz, also in die Buchse gegangen. 3-6, ein Break hat es dann gemacht. Wir gucken die Statistiken an. Der Aufschlag kommt etwas schlechter. Wir machen mit unserem zweiten Aufschlag noch nicht viel Gewinne. 8 von 8 möglich, haben wir 2 gewonnen. Bei seinem zweiten Aufschlag, beim ersten Aufschlag sind wir auch mehr oder weniger harmlos. 18-22 Winner, da hat er auf jeden Fall mehr geschlagen. Wir haben wesentlich mehr Fehler gemacht. Er nur 2 in diesem Satz. Das heißt, wir müssen ihn so ein bisschen rausbringen. Die Rückhand, die Winner nochmal. 11-11. Also er macht auch mit der Rückhand seine Winner. Also das brauchen wir jetzt nicht angehen mit der Geschichte. Wir gehen hier mal von Abweichung auf gemischtes Spiel. Das haben wir extra eingestellt, aber ich glaube, das kann auch mal nochmal was anderes bedeuten. Er ist nämlich hier auch ziemlich kaputt. Das ist erst echt die Frage. Wir könnten... Ja, da gehen wir ja schon voll dran. Nee. Würde mir jetzt erstmal auch zu den Aufschlägen jetzt nichts nochmal einfallen. Was sollen wir da beim Rückschlag nochmal anders machen? Mehr riskieren, aber dann haben wir auch mehr Fehler wiederum. Nee, komm. Wir bleiben dabei. Sprechen wir jetzt mal mit ihm. Bring ihn aus dem Konzept. Genau, das habe ich ja gerade gesagt. Ja, volle Intensität. Der dritte Satz, da geht es um die Wurst. Und wir haben Breakball. Der, boah, ich wollte gerade sagen, bleibt hängen, aber geht dann rüber, wie ärgerlich. Netzroller in so einer Situation. Ja, das kann er auch schon mal rausbringen im Tennis. Ihr wisst es, Kopfsache. Jetzt aber Doppelfehler. Longline. Und dann macht er den Punkt. Also da war vorher der Fehler, Longline zu spielen. Da war alles offen. Aber super Return jetzt wieder. Jawohl, komm, jetzt sage ich nochmal, das schaffst du. Versuchen wir diese Spritze nochmal. Der geht auch aus. Da haben wir das Break. 2-0. Ich bleibe aber jetzt mal auf volle Granate hier. 40-15. Jetzt nochmal direkt 2 Breakbälle. Jetzt haben wir ihn vielleicht geknackt. Aber der geht aus. Damit haben wir das zweite Break. Ich hole das mal alles hier runter. 4-0. Aber jetzt 0-40. Ich bleibe trotzdem mal dabei. Wir haben 2 Breaks vor. Wir müssen ja auch an die nächste Runde denken. Der holt sich das Break zum 4-1. Ich gucke jetzt mal weiter. 5-2. Und 30-40. Damit Matchball. Jawohl. Super Rückhandcross. Und damit haben wir das Match dann doch noch drehen können. Zwar den zweiten Satz verloren, aber insgesamt 6-4, 3-6, 6-2 gewonnen. Sehr schön. Damit haben wir das Viertelfinale erreicht. Wir gucken mal eben hier nochmal kurz drüber. 73% ist sehr vernünftig. Mit dem zweiten Aufschlag ist insgesamt auf 44%, 42 zu 53 Winner. Also da ist er wirklich stark gewesen.
aber schlägt einen Fehler mehr. Aber trotz alledem, einer ist ja jetzt auch nicht dramatisch, ne? Also, man muss schon sagen, hätte auch anders ausgehen können. Zum Glück ist es nicht passiert. Konzentrieren wir uns wieder auf den nächsten Schritt. Anderes finde ich da nicht machbar. Denn im Viertelfinale ist es jetzt Lopez Murillo, der unser Gegner ist. Das machen wir natürlich auch noch in dieser Runde. Wir gucken uns mal an, gegen wen er gespielt hat. Der hat gegen Tristan Lamassine gewonnen, den Franzosen mit 6-4, 6-3. In der ersten Runde hatte er gewonnen gegen Tomasz Kuras-Abasolo mit 0 zu 6, 7 zu 6 und 6 zu 3. Er hat sich also 1 Satz zu 0 abholen lassen. Aber neues Spiel, neues Glück. Ist an 8 gesetzt, wir an 2 gesetzt. Wir würden natürlich gerne ins Halbfinale kommen. Gehen wir rein ins Briefing. Herausragende Form bei Rehberg. Grundlinienmaschine ist unser, Entschuldigung, bei Mourinho. Und Grundlinienmaschine ist unser Gegner. Unerbittlich den Ball mit hoher Geschwindigkeit schlägt und kreuz und quer über den Platz lag. Das scheint nicht zu verfehlen. Und er scheint nicht zu ermüden. Aufschlag und Topspin sind so seine Stärken. 36er Saisonbilanz ist jetzt nicht ganz so gut. 675 der Welt, wenn ich das noch nicht gesagt habe. Ja, sehr viele aus in Runde 1 oder sowas. Vielleicht mal hier Runde 2. Also das ist schon sein bestes Ergebnis in diesem Jahr. Und das kann natürlich auch beflügeln. Ja, gegen so einen Gegner zu spielen, nicht einfach. Wir müssen die Schlüsselpunkte, glaube ich, mal hochsetzen. Verteidigung, Angriff lassen wir in dem Fall mal. Scheint nicht zu ermüden. Wir bleiben bei falscher Fuß und Netz. Ich würde sagen, das sollten wir so machen. Ja, was sagt man da? Viel Glück, viel Spaß. Persönliche Probleme. Wir haben keine Probleme, oder? Gib einfach immer dein Bestes. Naja, so ein bisschen Probleme haben wir ja schon, Moral. Komm, ich sag das mal. Motiviert ihn auch. Er ist jetzt besorgt statt beunruhigt. Das Thema ist das, ne? Okay. Gehen wir einfach hinein. Nochmal die Bilanz vom Gegner. Wie gesagt, die dürfte jetzt negativ sein, was wir da vorhin schon so ein bisschen gesehen haben. Liegt bei 4 zu 7. Bei uns jetzt ausgeglichen, nämlich 18-18. Also, auf geht's. Erster Satz. Ungefähr gleich, was die Kondition angeht. Aber ihr seht, die Balken gehen auch immer fleißig wieder nach unten und nach oben. Seitenwechsel und so weiter. Sehr ausgeglichen hier. Vier beide Grad. Und deshalb gibt es jetzt auch Tiebreak. Logischerweise. 48 Minuten rum. Keiner hat groß was zugelassen. Schauen wir uns den Tiebreak an. Jawohl. Der erste Punkt und längerer Ballwechsel für uns, 1-0. Aber dann ein Doppelfehler. Zwei, ich werde jetzt hier auch mal im Rückschlag vielleicht mal ein höher setzen. 4-3. Du schaffst das, komm on. Jawohl, 5-3, da ist das Mini-Break, ganz wichtig. Den macht er nochmal 5-4, aber jetzt haben wir zwei Aufschläge. Matchball, Entschuldigung, Satzball. Das wäre schon schön. Der bleibt hängen. Da ist der erste Satz. Vielleicht im richtigen Moment nochmal ein bisschen aufgedreht. 7-6, also wieder im Tiebreak. Kostet Kraft. 67% ist vernünftig. 72% beim Gegner. Mit dem ersten Aufschlag kommen wir nicht so zurecht. 5 von 29 haben wir uns da nur geholt. 24 zu 22. Und weniger Fehler beim Gegner. Ja, sein Aufschlag. Ich schlage ja immer cross auf quasi, oder zurück, so rum.
Können ja auch mal Longline, wir können einfach mal was anders machen. Machen wir da mal Longline und hier geben wir es jetzt ins Zentrum beim zweiten Aufschlag. Da wäre jetzt noch die Position so eine Sache. Komm, wir gehen mal ein Stückchen weiter nach vorne, versuchen da mal was. Manchmal ist es hilfreich. Zweiter Satz. Und direkt zwei Breakbälle gegen uns. 15-40. Jawohl, beide abgewehrt, Einstand. Und Vorteil für uns. Second Service. Ja, den hat er gut gemacht. Sehr gut sogar. Advantage. Jawohl, intensiver Ballwechsel mit dem besseren Ende für uns. Sehr schön. Und jetzt haben wir direkt drei Breakchancen. So, come on. Second Service. Und Doppelfehler. Vielleicht haben wir ihn da wirklich ein bisschen irritiert. Also Break 4. 15 low. Und wieder Breakball. 30-40. Entschuldigung, Vorteil natürlich. Aber egal. Der geht aus. Oh, super Volley. Flugvolley. Flugballvolley, wie auch immer. Wieder Vorteil, wieder Breakball. Let second service. Einmal Hui, einmal Fui. Advantage. Und auch der Spanier kann Hui. Vorteil. Four, second service. Und dann hat sich das Spiel geholt. 3-1. Noch Break 4, alles okay. 5-2. Und jetzt haben wir Vorteil bei 5-2, also Breakball, Matchball. Und Doppelfehler. Und dann haben wir das Spiel gewonnen. Hervorragend. 7-6, 6-2, haben ihn ein bisschen unter Druck gesetzt. Das hat wohl funktioniert. Auf jeden Fall sind wir weiter und stehen im Halbfinale. Das ist doch sehr, sehr schön. Wir waren schon mal bis in ein Finale durchgedrungen und da ist es uns nicht gelungen zu gewinnen. Das wäre mal schön, hier einen Turniersieg zu holen, wenn es auch auf einer unterklassigen Tour ist. Wow, was für ein tolles Match. Motivieren wir ihn mal vor dem Halbfinale gegen Edward S. Kann ich gar nicht, hier oben steht es nochmal, Steve Lobato. Es gibt auch keine Meldung, also lasst uns direkt weitermachen. Ich glaube, ihr wollt es auch wissen jetzt. Nochmal Edward Steve Lobato, ebenfalls Spanier, die 600 der Welt. Hat davor gewonnen gegen Navas in drei Sätzen. Davor auch drei Sätze gegen Garcia. Und in der ersten Runde gucken wir uns auch nochmal an. Wo ist er da? Zwei Sätze gegen einen Bulgaren Ivanov. Also, bisschen viel gespielt hat er, würde ich jetzt mal sagen. Das zweite Halbfinale übrigens schon zu Ende. Gastão Elias wartet im Finale auf uns oder auf den Gegner. Nämlich 7-6, 6-3 gewonnen gegen Plans, also ein Portugiese im Finale. Da haben wir doch jetzt wirklich mal eine Chance. Und schaut mal hier, fürs Halbfinale kriegen wir jetzt schon 8 Punkte. Das ist ja schon mal schön, ne? Aber für einen Sieg würde man 25 kriegen, was natürlich wiederum für unsere Quali-Vorhaben ganz, ganz wichtig wäre. Ihr seht, wie wichtig es ist, hier einfach Erfolge zu haben. Auch das für die Moral an sich. Er ist in herausragender Form, ist Rechtshänder, 5,93 der Welt. Wie gesagt, 62% seiner Spiele gewonnen. Das ist nicht schlecht. Also, ich wollte erstmal kurz gucken. Er ist Allrounder. Verschiedene Schläge, passt sich dem Gegner an. Ja, Wendigkeit und Fokus, seine Stärke. Wir müssen unser Ding durchbringen. Das ist einfach das Wichtigste. Ich wollte hier mal auf die Berichte gucken, weil die Bilanz sah gar nicht so schlecht aus. Hier Viertelfinale in Donostia. Dann auch ein Viertelfinale in Pozza Blanco. Da haben wir ja auch gespielt. Aber nicht gegen ihn, ein Halbfinale hier in Granada erreicht. Und hier auch nochmal ein Finale, was er sogar gewonnen hat in Palma Novo. Auch wenn es ein Rookie-10-Turnier war, hier auch nochmal ein Finale gespielt. Also, da waren schon gute Sachen dabei. Ist ein guter Mann, 30 Jahre erfahren. Ja, wie gesagt, wir würden jetzt grundsätzlich unser Ding hier aber durchboxen wollen. Wir werden jetzt mal, sollen wir hier schon, komm, wir gehen von vornherein in volle Pulle. Angriff bleibt erstmal so wie geplant. Mach das, was du am besten kannst, gewinnen. Du bist in guter Verfassung. Das sagen wir jetzt mal. Denn wir brauchen jedes Körnchen hier gegen diesen erfahrenen Spieler.
In Alicante 22 zu 13, bei uns zum ersten Mal positiv mit 19 zu 18. Auf geht's, wir schlagen auf. Jetzt haben wir zwei Breakbälle beim Stand von 4-3. 15-40 also. Ja, der sitzt noch nicht. Second Service. Ja, jetzt nach vorne, jawohl. Ei, leider ins Aus. Schade, war richtig, aber mutig sein. Er bleibt hängen, Vorteil für den Spanier. Schön nach außen der Aufschlag und dann rüber, keine Chance für beide. Aber wir haben wieder Breakchancen, was in dem Fall Satzball bedeutet. 15-40. Und der ist weg. Brauchen wir gar nicht motivieren. Der erste Satz 6-4, ganz schlechter Schlag, aber schlimmer Fehler, so wollte ich sagen. Also 6-4 der erste Satz für uns, 71% erster Aufschlag, der Gegner 77. Sehr schön. Da gelingt uns auch nicht so viel, ist aber alles noch okay. 12 zu 10 Winner und 14 Fehler. Macht ein paar zu viele. Ja, sollen wir doch beibleiben. Ich lasse alles mal so. Lass ihn nicht zu, dass er nochmal zurückkommt. Genau das muss der Plan sein. Wir haben wieder Aufschlag im zweiten zu Beginn. Finde ich immer auch besser. Aber jetzt hat der Gegner einen Breakball. Aufpassen. Jawohl, ein Stand. Einfach so für den Kopf. Ich persönlich würde immer lieber vorne liegen. Auch bei so Elfmeterschießen finde ich das auch mal so. Anzufangen, besser als nachzulegen. Vorteil jetzt. Boah, schade. Wollte ich gerade sagen. Haben wir noch erlaufen, aber war ein guter Stopp. Oh, da macht er nichts mehr. Vorteil, wieder Breakball gegen uns. Dusel gehabt. Der ist weg. Vorteil für uns. Oh, schöner Erster. Und jetzt andere Seite. Jawohl. Sehr gut gemacht. Jetzt alles recht locker hier. 6, 5, 6 beide und das geht in den Tiebreak. Schaffen wir es hier? Ah, das ist aber schon mal direkt ein guter Return. Mini-Break für Lobato. Wir sind unbeeindruckt, er ist gestresst. Aber 0-2 aus unserer Sicht. 1-2. Das schaffst du, würde, glaube ich, das Richtige sein, aber der richtige Moment warten wir noch ab. Jawohl. 2 beide, ist super. Jawohl. Jetzt ist der Moment. Gibt Selbstbewusstsein nochmal. Komm mal, hol dir mindestens einen davon. 3-0. Oh, Doppelfehler. Der hat uns geholfen. 4-3, Mini-Break vor. Ist das das Finale schon? Komm mal. Nicht drüber nachdenken. Ich als Trainer darf das, du nicht. Ein Doppelfehler, aber richtig scheiße. 2 Punkte weg, jetzt führt er 5-4. 6-4, 2 Satzbälle. So geht's manchmal, echt. Und der geht auch noch drüber mit dem Netzroller. Ich brech zusammen. Das war jetzt ärgerlich, muss man wirklich sagen. Und leider habe ich gar nicht auf Gespräch gedrückt. Ich muss das immer am Anfang machen. Ja, so schnell kann es gehen. Da waren wir Break 4 mit Doppelfehler. Da machen wir Doppelfehler, Netzroller, alles dabei und der Satz ist weg. So ein Scheiß. Jetzt konzentrieren wir uns nochmal auf die Statistik. Das ist ausgeglichen mit dem ersten Aufschlag. Da müssen wir nochmal irgendwie dran. 18 zu 23 Winner, da hat er mehr gemacht. Macht auch ein paar mehr Fehler. Also das Einzige, was mir bei Rückschlag, da haben wir ja vorhin mal geändert auf Longline. Lass uns das nochmal versuchen und wir stehen ein bisschen weiter vorne. Vielleicht bringt das nochmal was. Ansonsten gehen wir hier volle Intensität und schauen mal auf den dritten Satz. Jetzt fängt er übrigens an.
alles ausgeglichen. 5, 4, 5, beide. Geht das wieder in den Tiebreak? Ja, so ist es. Also, verdammt knappes Match. Wieder Tiebreak. Auf geht's jetzt. Ich möchte auf Angreifen gehen. Jawohl, sehr schön. 2-1. Second Service. Fault. Doppelfehler 3-1. Ich sag diesmal nichts. Also nichts zu euch. Mit ihm sprechen können wir gleich durchaus nochmal. Gucken wir uns erstmal die Ballwechsel an jetzt hier. Erstmal mal den Punkt. 3-2. Der ist aus. Jetzt motiviere ich statt. Ah, das bringt ihn runter. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Trotzdem machen wir den Punkt 5-2. Vorhin hat das ja nichts gebracht mit den du schaffst das, deswegen mal Motivation. Mehr können wir jetzt nicht tun. Der geht aus 6-2, wir haben 4 Matchbälle. Boah, sehr schön geholt. Und den auch noch? Ei, der geht aber aus. Schade, 6-3, aber jetzt haben wir eigenen Aufschlag. Jawohl. Hui. Über Umwege, aber es war auch ein starker Gegner, wie zu erwarten. Hat seine Erfahrung dann im zweiten Satz ausgenutzt, im Tiebreak, im dritten konnten wir es aber gewinnen. 6-4, 6-7, 7-6, wir stehen im Finale von Alicante. Verdammt wichtig und wie schön wäre es zu gewinnen, aber da sind wir auch noch lange nicht. Also 69% erster Aufschlag, alles gut. Ach komm, das gucken wir uns nicht mehr an, das ist fürs nächste Spiel wichtig. Jetzt ist vielleicht auch eine gute Ansprache wichtig. Du kannst dir eine Massage gönnen, dich ausruhen, verdientes Ergebnis. Ich bin so stolz auf dich. Naja, ich weiß nicht, auf der einen Seite würde ich gerne gemacht auf morgen konzentrieren, weil es das Finale, aber die Massage, komm, das ist schon richtig mit dem Finale und auf den morgigen Tag zu gucken. Sehr schön. Also, wir stehen in Recani, Alicante im Finale und Elias, der Portugiese, ist der Gegner, Leute. Wir machen das natürlich heute auch noch. Das mache ich natürlich jetzt nicht, dass wir das auf nächste Woche verschieben. Wir ziehen heute durch, machen hier Überstunden. Das geht ja schließlich hier um einen Turniersieg. Gucken wir uns den Gegner an, Gustavo Elias. 611 der Weltrangliste, Rechtshänder, 75% seiner Saisonstatistiken gewonnen. Ist gut in Form dafür nur. Für 75% ist das heftig. Ist ein Konterspieler, der seine Chance sucht, Defensivtennis heraus, im Handumdrehen Entscheidungsbälle rauszuschlagen. Geschwindigkeit und Beweglichkeit sind entscheidend. Rückschlag und Aufschlagskonsistenz sind wichtig. Also wir werden sowieso hier alle Körner gehen. Aber gegen einen Konterspieler noch offensiver zu sein, halte ich für nicht richtig. Wir würden das erstmal so beibehalten. Ich gucke mal eben hier rein. Aber vor allem auch mit die Berichte, mit seiner Geschichte. Er stand hier im Finale von Haren. Das hat er sogar gewonnen. Dann hat er auch das Finale von Sintra in Portugal gewonnen. Halbfinale raus in Sunrise. Ja, 2 Turniersiege in diesem Jahr. Das ist natürlich toll für ihn. Es soll kein Dritter dazukommen. Da wollen wir jetzt dran arbeiten. Aufschlagkraft, Aufschlagkonsistenz, Rückschlag. Ja. Also bei Aufschlag und bei Return ist er gut. Also das ist schon eine harte Nummer hier. Aber ich würde alles dabei bleiben. Habe ich auch schon erklärt, warum. Also lass uns reingehen. Jetzt nochmal eine gute Ansprache. Wichtiger Meilenstein in der Karriere wäre gut. Ja, das wäre es auch wirklich. Das motiviert ihn auch. Er ist zuversichtlich, Motivation demotiviert, beunruhigt in der Entspannung und enthusiastisch in der Emotion. Jo, können wir jetzt auch nichts mehr dran ändern. Lasst uns ins Finale gehen. Das zweite Finale hier in unserer Akademiekarriere, 18-6 seine Bilanz, 20-18 unsere. Auf geht's. Love. 0-40 bei 1 beide. Wir haben 3 Breakchancen. Ich würde relativ schnell sagen, du schaffst das. Denn ein frühes Break wäre jetzt echt extrem wichtig. Und das Gespräch kann ja dann auch wiederkommen, noch in diesem Satz. Der war schön. Und jetzt. Ach, ah ja. Komm, einer bleibt. Komm. Komm on. Second Service. Jawohl, guter Return. Jetzt geht er nach vorne und macht den Punkt nicht. Wie ärgerlich. Mann. 3 Chancen weg. Advantage. Und Elias macht dann einen guten Ball.
Hat jetzt Vorteil. Legt den aber wieder aus. Wir müssen dranbleiben, ja? Ich muss ihn mal anders hinsetzen. Ah, der geht aus. Vorteil, wieder Breakchance. Ja, guter Erster, genau ins Knick, in den Knick. Und dann ein Ass, nächster guter Erster. Da machst du natürlich nicht viel gegen. Auch wieder gut auf die Linie, den haben wir aber gekriegt. Und, ah, schade. Sehr, sehr gut reagiert da, aber trotzdem macht der Portugiese den Punkt. Ja, man sieht schon, was er für eine Stärke hat. Gerade auch im Aufschlag war das jetzt sehr stark zu sehen. Aber wir halten dagegen. Fünf beide. Und es geht wieder in Tiebreak und ja, den einen haben wir gewonnen im letzten Match, den anderen verloren. Also, auf geht's. Second Service. Jawohl. One all. Four. Second Service. Two all. Out. 3-2 Break vor. Ich motiviere ihn jetzt mal. Eieiei. Aber es hat vorhin auch geklappt. Komm, glauben wir dran. Er bleibt hängen. 4-2. Fault. Second set. Jawohl, super gespielt. 5-2. Gute Basis gerade. Let. Ah, der geht nicht rüber. Aber ganz ruhig. Wir sind noch in Führung. Der wird auch hängen. Aber jetzt eigener Aufschlag. Come on. 2 Punkte und wir haben den Satz. Jawohl, da ist jetzt der Satzball. 2 an der Zahl. Der bleibt hängen und da ist der Satz im Tiebreak. Also wenn wir es nur beim Tiebreak können, habe ich da nichts gegen, wenn wir den zweiten jetzt hier auch gewinnen. Heftig. Wir gucken uns an. 58%. Erst 67. Er gewinnt mit dem ersten Aufschlag 81% und 53% mit dem zweiten. Das mal so, ne, wegen seiner Aufschlagkraft. Unser Aufschlag kann besser werden. Und mit dem ersten Aufschlag hier, wir können ja nochmal das ändern. Das hat ja beim letzten Mal auch ganz gut geklappt, was diese Cross- und Longline-Geschichte angeht. 20-19 Winner auf unserer Seite. Er macht ein bisschen mehr Fehler. Komm, wir werden das mal nochmal probieren und sei es nur für den, wie sagt man, für das gute Gefühl, wie auch immer. Und wir gehen in den zweiten Satz. Diesmal habe ich Gespräch dran gemacht. Das ist ausgezeichnet. Macht einfach so weiter. Ja. Ich weiß nicht. Also irgendwie passt mir das auch nicht so ganz. Das ist ein psychologischer Krieg. Komm, das sagen wir mal. Weil es ist Tiebreak, immer Psychologie mit dabei. Auf geht's. Stell aber schon mal ein. 30-40, Breakball. Und der geht ins Netz. Nächster Breakball. Sollen wir nochmal sprechen? Das dürfen wir gar nicht. Ja, aber es reicht auch so. Er schlägt ihn ins Netz. 2-0. Hervorragend. Und wieder 2 Breakbälle. Das schaffst du. Jetzt sage ich es direkt nochmal. Ein Doppelbreak wäre natürlich hier der absolute Burner. Jawohl, der schlägt ihn aus. Ich tue in dem seht hier nichts zurück. 5-1, 40-0, 3 Matchbälle. 2 sind es an der Zahl. 3 natürlich, ganz nervös. Und der geht ins Netz. Ist ja auch gleichzeitig ein Championship-Ball. Weil es der Turniersieg wäre. Und das ist er. Jawohl, liebe Leute. Unser erster Turniersieg. 7-6 und 6-1 gegen diesen starken Portugiesen. Und hier zum ersten Mal auch dieser Regen für uns. Sehr, sehr nice. Ist der zweite in seiner Karriere, aber den ersten Turniersieg, den wir jetzt hier erleben. Sehr schön. Das ist doch richtig, richtig nice. Statistiken will ich gar nicht mehr sehen. Ich will einfach nur feiern und schauen, wie wir uns deine Weltrangliste verändern. Gute Arbeit. Jetzt könnte man es mit Massage sagen. Das auf morgen macht jetzt keinen Sinn. Echter Thriller.
Du kannst dir Massage gönnen, dich ausruhen. Das ist doch schon mal gut. Und wie gut ist das vielleicht für unsere Moral? Wer weiß schon. Also für den Sieg haben wir erstmal 6.125 Euro bekommen. Das ist ja auch schon mal das Beste. Eine Pressekonferenz müssen wir geben. Komm, die geben wir mal. Nach dem Turniersieg gerne. Sara Carbonera für die nationalen Medien in Spanien hat 3 Fragen. Was für ein Sieg für Maxans Rehberg. Sie kennen ja seine Feierlichkeiten auf dieser Oberfläche. Ist das nicht alles überraschend für Sie? Das sehe ich überhaupt nicht so übrigens. Dass dies natürlich für ihn sein lassen, angesichts der Investitionen, dann sie können Plastik spielen, das ist auch blöd. Absolut nicht überrascht, das kann man ja durchaus sagen. Dieses Ergebnis hat die Ligi mit von im Rahmen der Akademie nur noch verstärkt. Ich kann mir vorstellen, dass er eine Inspiration für andere Spieler ist, oder? Ja, hat großen Wert. Ich sage ja, ich mag die Dinge überhaupt nicht, weil man so viel lesen muss. Aber komm, die ziehen wir jetzt mal durch. Mein Titel, ich kann mir vorstellen, dass hier ein Spieler zufrieden sind. Ja, perfekte Beispiel dafür. Scheint in absolute Bestform zu sein. Dranbleiben, langfristig aufbauen. Das ist das Thema. Gut, dann lass uns in den Montag gehen, damit wir jetzt auch die neue Weltrangliste sehen sozusagen oder unsere Platzierung genauer gesagt. Das interessiert uns ja sicherlich alle. Wir gehen jetzt direkt mal hier aufs Team und auf Rehberg. Aktuell 115 Plätze nach vorne. Jetzt die 375. Ist es denn nicht schön? Da gucken wir auch mal direkt auf seine Ziele. Ja, da sind wir zum Beispiel unter den Top 20, ist ja immer noch der Fall. Waren 17., jetzt sogar 15. Aber mit den anderen drei hat das ja erstmal nicht viel zu tun, nur mit dem ersten, weil da wollen wir auf die 250 und ihr seht, wie einfach das gehen kann mit einem Turniersieg. Also gerne so weitermachen. Jetzt haben wir ja ein Challenger-Turnier, schwierig wird es sowieso, aber trotzdem, egal jetzt erstmal. Das ist auf jeden Fall gut, seine Moral dadurch, das wollte ich nochmal ganz kurz sehen. Ach, das sahen wir ja bei der anderen Statistik. Die müsste vielleicht noch hier sein. Wir gehen mal die Sachen noch eben durch. Das Training, er hat natürlich jetzt nicht viel trainiert. Ist natürlich auch nicht viel passiert. Seidel hat gut trainiert, würde ich mal sagen. Stusek, ja, nicht ganz so gut dafür. Bei Sickenberger war es auch gut. Und bei Schunk war es vernünftig. Das ist auf jeden Fall richtig. Akzeptiert. Das klicken wir alles weg. So, das Trainingsprogramm gucken wir uns natürlich separat an. Und ja, Seidel ist schon raus in der ersten Runde hier übrigens. Da haben wir schon direkt ein erstes Ergebnis, aber das wollte ich nochmal sehen. Da die Moral ist von, was war da, ganz unten auf in Ordnung. Also Siege bringen ja auch was und wie gesagt, Weltrangliste nach vorne sowieso. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen auf die Statistiken guckt oder auf die Folge, wo stand das hier? Ja, 2 Future 25 Turniere sind bisher auf seinem Geschichte. Einen hat er ja vorher schon. Der beste Rang ist die 375 und das ist ja die aktuelle Rang. Also da haben wir jetzt doch schon mal einen Sprung gemacht. Da kann er ja jetzt nicht ganz so unzufrieden sein. Ja, gucken wir uns kurz noch Ella Seidel an, weil wir jetzt gerade schon gesehen haben, ach so, sehen wir besser hier, dass sie in ihrem Turnier in Brisbane ausgeschieden ist. Waren 1 gesetzt und verliert gegen Rosine Gilhaye mit 2-6, 2-6. Also das ist sehr ärgerlich. Da war sie sicherlich top favorisiert, eine Wildcard-Besitzerin. Also da ist auch die Form so ein bisschen nochmal ausschlaggebend bei Ella Seidel. Denn die ist nämlich auch ganz unten die Moral. Zusätzlich noch erschöpft, da muss sie mal wieder ein bisschen Pause haben. Okay, das können wir uns auch angucken. Schauen wir noch eben am Schluss, wo die anderen spielen. Rehberg macht, wie gesagt, Pause, weil wir danach, und da gucken wir gleich auch nochmal kurz rein, ja, dieses Barcelona-Turnier spielen. Stusek spielt in Nikolasville. Interessant, auch ein Indoor-Hardplatz. Erste Runde freilos, dann Nadia Lagaev aus Kanada, ist übrigens auch ein Girls-Turnier wieder. Da hat die Trainerin jetzt wieder umgeswitcht von der WTA-Tour zurück auf die Girls-Geschichte. Okay, aber da wollen wir ja auch Tabellen, also Erste werden. Und jetzt sind wir Dritte, haben einen Platz verloren. Na, also vielleicht ist das das mögliche Ziel, das ist ja auch richtig. In Cancun auf Hartplatz spielt Sickenberger, der spielt gegen Adam Farangchau, ein Kanadier. Und Natasja Schunk trainiert, so ist es. Also, wir gucken als Schlusslicht wirklich nochmal kurz in die Planung oder in die Turnieranmeldung ran, vom wo auch immer. Und sehen, dass wir jetzt hier, wie gesagt, Barcelona nicht durch die Quali müssen, sondern in der ersten Hauptrunde stehen. Da ist aber, glaube ich, noch nichts ausgelost. Aber wir schieben uns in der Setzliste zumindest ein bisschen nach vorne. Ihr könnt euch erinnern, wir waren vorhin Vorletzter. Jetzt sind wir mit 375 hier. Das kann ja auch vom Vorteil sein, eine Auslosung. Wir sind noch nicht gesetzt, aber trotz alledem ist das auf jeden Fall ein Vorteil, würde ich sagen. Gut,
Liebe Leute, das war nochmal erfolgreich. Das freut mich natürlich auch. Ich hoffe euch auch, dass wir da einen positiven, ja, Effekt mal rausgeholt haben aus unserem Spielstand hier mit unserer Akademie, mit den deutschen Talenten. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.